Rainbow Fries, die allerdings so ein bisschen... Er sieht nicht unbedingt Rainbow aus. Er sieht nicht so Rainbow aus. Ich glaube, das ist schon scharf genug. Oder? Noch nicht? Okay. Okay. So hell. Es ist so hell. Hallo ihr Lieben. Hi. Herzlich willkommen zu DIY Inspiration. Wir sind heute draußen unterwegs und wir machen jetzt einen kleinen Ausflug. Es ist so hell. Es ist so hell. Die Sonne scheint. Es ist Mittag und wir fahren jetzt zu McDonald's. Wir werden nämlich einiges einkaufen und dann testen wir das. Wir hatten letztens drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube bei dem Festival-Video. So Pommes mit Milchshake. Ja, genau. Und noch viel verrücktere Sachen. Ja, genau. Felix hatte ja, glaube ich, Pommes mit Eis gegessen. Mhm. Ne? Also heute testen wir McDonald's Lifehacks. Erstmal müssen wir die Sachen kaufen. Ja, also, Sachen kaufen. Los geht's. Ja, let's go. Ja, wir stehen im Stau. Ja, es ist 12.48 Uhr und ich weiß nicht, wo Leute hinfahren. Aber wir haben Hunger. Anscheinend haben alle Hunger. Ich bin mal gespannt, wie lang der Stau bei McDonald's ist. Hm. Oh ja, stimmt. Wir gucken gleich mal, wie voll der McDrive ist. Wir wollen eigentlich durch McDrive, weil wenn das zu voll ist, dann... Ich glaube, dann gehen wir rein und holen die Sachen. Da gibt es ja diese Schalter, ja. Wo man das dann einfach so. Es ist auch das Ding, ist, wir haben eine ziemlich größere Bestellung. Ne? Also deswegen, ja, ich glaube, also auch es gibt auf jeden Fall, wir haben geplant, 20 McNuggets zu holen. Mhm. Wir holen Big Macs, wir holen Burger. Getränke sind natürlich in den Menüs auch dabei. Klar. Wir brauchen unbedingt die Rainbow Pommes. Die Rainbow Pommes. Die Rainbow Fries. Ja, wir wollen mindestens ein Glas. Mal gucken, wie viele Gläser wir mitnehmen. Ja, mal gucken. Also die Rainbow Fries auf jeden Fall. Ja, und es ist schon wieder rot. Es ist schon wieder rot. Wir sind ein bisschen gefahren, aber die Ampelphase, wir haben nicht viel geschafft in dieser Ampelphase. Nein. So, wir nähern uns McDonald's. Fast da. Noch einmal abbiegen. Ja, ich glaube, du musst dich zum Abbiegen einordnen. Oh, McDonald's, da ist es. Wir sind bei McDonald's angekommen. McDrive ist allerdings sehr voll, deswegen wir beide gehen jetzt shoppen. Ja. Und dann werden hier die ersten Tests schon im Auto gemacht. Ja. Wir holen nämlich Eis. Mhm, auf jeden Fall. So, wir haben das Glas. Oh mein Gott. Okay. Wir dachten eigentlich, es wären nur drei Farben, aber es ist wirklich richtig regenbogenfarben. Das Ding ist, ich sehe es gerade. Siehst du es? Oh. Es ist hier so ein bisschen beschädigt. Hier so ein bisschen die Farbe ist abgegangen. Aber trotzdem. Es ist trotzdem mega schön. Sieht sehr hübsch aus, auf jeden Fall. Und ich frage mich gerade, wenn man das so, kann man das so wirklich so einfach hier abkratzen? Ich hoffe nicht, dass das einfach abkratzbar ist. Also, vielleicht ist es nicht durchgefärbt, es ist angesprayt. Da ist auf jeden Fall ein Fehler irgendwie passiert, aber ist nicht schlimm. Und wir machen jetzt unseren ersten Test. Ja. Wir haben hier nämlich Sprite geholt. Ja. Und wir haben hier ein Sundae. Und was und das kommt da rein? Also, komplett? Hat Felix gesagt, ja, so viel wie geht. Felix hat gesagt, einen schönen Float sollen wir machen. Einen schönen was? Er hat das so genannt. Also, was passiert denn also, da? Also, entweder Cola mit Vanilleeis. Okay, ja, Cola mit Vanilleeis verstehe ich, aber Sprite habe ich noch nie probiert. Also, ja. Okay, soll ich einfach nur... Rein. Na, können wir mal abkranzen? Ja. So viel es geht, also so quasi viel. Alles. Oh, guck mal, das schäumt auch richtig. Hier. Oh nein, es schäumt. Okay. Es schäumt. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch mehr reinpacken soll. Mach nochmal rein. Ist auf jeden Fall lecker. Ist lecker? Ist lecker. Okay, warte mal, ich muss das jetzt ein bisschen... Warte mal. Kann ich das jetzt... Okay. Also das schmeckt quasi so wie... Also ich liebe ja Cola mit Vanilleeis. Mhm. Es schmeckt quasi genauso, aber noch so halt so... So Sprite-iger, zitronig. Es ist richtig zitronig. Ja. Und das ist einfach richtig schaumig. Okay, das ist richtig lecker. Das ist richtig gut. Ja. Also, erster Hack, mega gut. Vielen Dank an Felix für diese Idee. Und viele von den anderen Ideen sind von TikTok. Mhm. So. Gut. Das ist richtig lecker. Sorry, ich bin gerade so richtig... Hier ist nicht Tropfen. Ich versuche einfach nur so. Mhm. Es ist einfach nur so im Auto alles zu testen. Ist gerade ein bisschen schwierig. Also, so sieht es hier bei mir aus. Es ist ein bisschen voll, Leute. Es ist ein bisschen voll. Hier unten ist eine McDonald's-Tüte, da ist noch eine McDonald's-Tüte, dazwischen eine Handtasche. Also und hier bei mir ist noch ein Glas. Das kommt hier auch mal in den Fußraum mit rein. So. Das Gute ist, ich bin klein. Ich halte das alles gut fest. Jo. Und auf geht's. Ja, und wir fahren jetzt. Let's go. Bis gleich.
Hui. So, wir sind zurück. Ja, okay, es sind, also jetzt es ist viel. Auch, es ist viel, aber es ist nicht so viel, wenn man, also wir haben 20er Chicken Nuggets. Wir haben 20 ist, Chicken Nuggets. Das ist, glaube ich, schon genug. Ja. Hier sind die Getränke. Ja, die Getränke haben das Eis ist inzwischen leer, das habe ich auf der Fahrt weggegessen. Und hier ist tatsächlich ein Milkshake. Hier ist der. Oh Gott, das Eis ist gerade umgefallen. Oh nein! Oh, ich krieg Panik! Okay, das erste ist tatsächlich der große Test. Ja. Das Chicken Nuggets Menü. Ja. Eindippen in die Milkshakes. Und wieder schmecken. Beiden. In die beiden. Wir haben einfach mal beide geholt: Erdbeer und Vanille. Oh. Okay. Okay. So, Leute. Es geht los. Wir haben 20 Nuggets. Und wir haben Milkshakes. Wir haben Milkshakes. Boah, ich mach die erstmal auf. Aha. Also, wir haben Erdbeer und Vanille geholt. Mhm. Boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so gut schmecken soll. Ich weiß nicht. Also, viele Leute sagen, esst das mit den Pommes. Wir haben auch tatsächlich sowohl normale Pommes, als auch die Rainbow Fries. Mhm. Die allerdings so ein bisschen... Ihr sieht nicht unbedingt Rainbow aus. Sieht nicht so Rainbow aus. Ich mach die mal auf den Teller. Mhm. Okay. Hier sind die Rainbow Fries. Rainbow. Rainbow. nicht mal grün ist dabei. Nein, nicht mal ist grün. Ich frage mich gerade, wie die schwarze, wie die dunkle schmeckt. Wir schmecken. Oh. Naja. Okay. Also, es geht. Ah. Oh, ich nehme erstmal einen Löffel Erdbeermilchshake und dann rote Beete dazu. Ich weiß nicht. Nein, nicht unbedingt. Ich habe das Gefühl, die sind nicht wirklich salzig. Ja, stimmt. Die sind nicht salzig. Ich packe mal die anderen Pommes dazu. Das ist übrigens eine ganz gute Portion. Okay, Pommes. Soll ich mal Pommes? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Milkshake irgendwie so noch gar nicht schmeckt. Irgendwie. Warte mal, lass mich den mal probieren. Milkshake. Doch, der ist vanillig. Der ist vanillig. Also auf jeden Fall mit den salzigen Pommes besser. Ja. Oh, okay. Es hat halt diese Mischung Salz, Süß, Süß-Salzig. Ich möchte das mit den Nuggets auf jeden Fall probieren. Ich frage mich gerade, wie das mit den Nuggets schmeckt. Also, mit Erdbeere. Okay. Also, Vanille kann ich mir noch vorstellen, aber Erdbeere? Nuggets mit Erdbeere? Oh, Nuggets habe ich auch noch nicht. Nuggets mit Erdbeere, was? Also, man kann es essen, aber das ist nicht so, dass es lecker ist oder so. Nein. Es hat halt auch nicht dieses Salzige. Es hat gar nichts, ehrlich gesagt. Nuggets lieber so. Lieber mit Soßen. Ja. Wir haben reichlich Soßen. Wir haben insgesamt 5. Wir haben Chili-Soße, Ranch Buttermilk, Buttermilk Ranch Dressing, Curry-Soße und ein weiterer Hack. Süß-Sauer-Soße mischen mit Mayonnaise. Becher? Eine Schüssel. Eine Schüssel. Mayo. Also das könnte ja gut sein eigentlich. Also ich mische auch zu Hause so die Sriracha-Soße mit Mayonnaise und das ist richtig lecker. Also deswegen... Hier kommt sie. Aber sie ist sauer. Also okay. So. Mal gucken. Drin? Ja. Rühren. Wir machen unsere eigene Soße hier. Okay. Und es wird auf das Nuggi gegeben. Auf das Nuggi. Das ist lecker. Mayo süß-sauer. Sehr, sehr gut. Boah, Leute. Auf jeden Fall, das ist ein sehr guter Hack. Wir haben uns bisher mit den Nuggets, mit den Shakes und mit den Pommes beschäftigt. Und Leute, jetzt geht es los mit den großen Sachen. Wir machen jetzt eine Big Mac Bowl. Ja. Die Big Mac Bowl funktioniert so. Wir brauchen Pommes. Wir brauchen Fleisch. Wir müssen auf jeden Fall erstmal das Brot. Das Brot kommt zur Seite. Das Brot kommt zur Seite. Okay, warte. Und wir müssen einmal den kompletten Big Mac vorher rausnehmen. Ich weiß nicht, wie das... Okay, warte mal. Schnapp ihn dir. Ich schnappe. Schnapp ihn dir. Oh nein. Okay, so, dann ist Brot. Pack ich das halt quasi... Ja. Aber unten müssen gleich Pommes rein. Also, die Geschichte ist nämlich, als unterstes kommen Pommes rein. Ich frage mich gerade, warte mal, vielleicht packe ich das hier mal weg, weil das ist die Soße. Wir müssen die ganze Soße müssen wir retten. Pommes? Das ist ein bisschen so falsch, einfach nur, weil man denkt so die ganze Zeit Big Mac. Big Mac! Was ist mit dir passiert? Der wird auseinandergebaut. Okay, warte mal. Und jetzt das hier packe ich noch so hier rüber. Und dann kommt auch... Aber ohne Brot. Ohne Brot. Also man nimmt das komplette Brot weg. Das werde ich jetzt einfach mal so wegfuttern. Ja, dann machen wir es quasi. Dann muss es irgendwie so gehackt werden, ne? Irgendwie ist alles durchmanschen. Zusammen. Es ist ein bisschen schwierig, sagen wir mal so, weil die... Das Fleisch ist... Oh mein Gott. Das fühlt sich einfach nur... Das ist einfach nur falsch, Leute.
Kannst du auch einfach zuklappen. Ja, deswegen bin ich auch gerade so. Rüber, schnell durchmixen. Und hier wird geschüttelt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache und ob es überhaupt irgendwas tut. Aber oh, doch, okay. Sieht gut aus. Okay, das sieht schön. Es hat ein bisschen was von einer Dönerbox. Ja, ist so. Es ist Big Mac Box. Big Mac Box. Es ist die Big Mac Box, Leute. Ja. Ich glaube, es ist auf jeden Fall schon eine Soße oder so noch. Wir haben noch die Buttermilk Ranch. Ja. Ich frage mich, ja, das könnte eigentlich ganz gut sein, glaube ich. Es sieht jetzt nicht so appetitlich aus, denke ich, sagen wir mal so, ne? Aber wie schmeckt das? Gut. Echt? Mhm. Warte mal, ich probiere auch mal. Ist cool. Mm. Also es ist wirklich richtig lecker. Mhm. Es ist halt einfach, die Big Mac Soße ist super lecker, das Fleisch ist lecker, gute die Fritten dazu. Mhm. Das Ding ist, man hat halt direkt die Fritten. Mhm. Und das ist halt das Coole daran. Mhm. Es ist lecker. Es ist auf jeden Fall lecker, Leute. Ja. Mhm. Eine witzige Idee. Aber warum isst man die Brötchen nicht mit? Ja, dann nehme ich einfach wir nehmen auch nur die Brötchen mit und essen sie. Wir essen die so einfach dabei, als Beilage. Warte mal. Ich back das mal drauf. Das kommt jetzt hier drauf. Wenn man so zusammenklappt, hat es wieder sowas von einem Taco. Ja, so ein bisschen, ne? Das kann ein bisschen ein Taco sein. Ja. Wir essen das erstmal und dann gibt es noch mehr Big Mac Hacks. Ich habe einen großen Teil unseres Burgerholz hier. Mhm. Es sind zwei Double Cheeseburger. Ja, sind ein bisschen verrutscht, aber das ist nicht so problematisch. Und wir haben hier den Big Mac. Und der Hack ist tatsächlich, sich ein noch was Besseres zu bauen als den Big Mac. Weil das Fleisch, auf jeden Fall habe ich es so gehört, ist gleich. Ja, also hier sind zwei Patties drauf, hier sind zwei Patties drauf. Und der Hack ist jetzt, einfach hier den Deckel abzunehmen. Also das kommt weg. Mhm. Und man hat natürlich ein bisschen anderen Belag, aber ja, wenn man nicht unbedingt so sehr auf den Salat steht, dann hat man keinen großen Verlust. Hier ist auf jeden Fall noch Ketchup drauf. Und jetzt nimmt man einfach diesen kompletten Burger, packt den hier drauf und... Das ist ein Doppel-Big Mac, oder was? Es ist ein Doppel... Nee, wir haben eine... Wir haben viermal Fleisch. Wir haben einen Double Big Mac gemacht und hier hätten wir einen normalen Big Mac. Es gibt, glaube ich, einen Double Big Mac. Es gibt einen Double Big Mac, gibt es momentan. Und natürlich auch kostengünstiger. Ja. Kostengünstige Alternative, auch wenn das der Double wäre. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das so im... Kann man das essen? Kann man das essen? Okay, ich traue mich. Ja? Lecker, ne? Kann ich mir auch vorstellen. Es ist sehr viel, so wahrscheinlich, ne? Es ist sehr viel, aber der Big Mac ist auch sehr viel. Ja, aber Big Mac, also ich finde, sieht ein bisschen schön aus. Finde ich auch. Also hat das auch das Sesam, hat auch Salat drauf. Ich muss tatsächlich sagen, mein Favorit wäre der Big Mac. Ein bisschen fleischig, ne? Es ist sehr fleischig. Kann ich mir vorstellen. So, noch ein Lifehack, ne? Also wir haben hier die McDouble Chili Cheese. Mhm. Ich glaube, ich habe den noch nie gegessen. Ich auch nicht. Oh, echt? Ich glaube, das ist auch sowas, wo man nicht so unbedingt krass drauf kommt, das zu bestellen. Warum also, nicht? Also, es hat Chilis drin. Es ist scharf. Es hat zweimal Fleisch. Mhm. Es ist mit und Käsesoße. Mhm. Käsesoße und Käse, glaube ich, auch. Mhm. Riecht schon scharf. Und der Hack ist jetzt, wir schnappen uns jetzt die Nuggets. Wir haben ja noch so viele. Oh, es riecht scharf. Und legen da zusätzlich noch Hähnchen drauf. Okay. Ja, ich meine, warum nicht? Ja, also kann es vielleicht zwei passen bei mir hin. Bei mir? Ich habe das auf TikTok gesehen, da haben fünf drauf gepasst. Aber gut. Waren das amerikanische TikTok? Vielleicht sind sie ein bisschen größer. Vielleicht sind die größer oder die anderen kleiner. Also es passen sicher drei drauf. Bei mir könnten drei passen. Ja. Also drei haben bei mir auch gepasst. Ich mache hier nochmal Chili-Soße drauf. Soße nach Wahl. Zum Garnieren. Soße. Ich glaube, es ist schon scharf genug. Oder? Noch nicht? Okay. Ich habe mal nochmal Soße dazu gehauen. Okay, los geht's. Und. Es ist gut crunchy. Es ist lecker. Es ist ein bisschen scharf. Bei mir ist gerade beim ersten Biss. Kommt da ein bisschen Jeffer rüber. Also, ich mag das halt, wie es auch so zusammen ist, also so ist das Fleisch. Ja. Zusammen mit Chicken Nuggets. Sehr lecker auf jeden Fall. Auch ein bisschen schärfer und so richtig cool. Ja, das ist schon cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hast du einen Favoriten von den Hacks? Mach mal.
Leute, die Cola, nicht Cola, eine Sprite mit Eis. Richtig lecker. Ja. Weil, wie gesagt, ich bin ein Fan von Cola mit Eis. Ja. Deswegen, das war auch richtig lecker, so richtig zitronig. Also es hat so geschmeckt, so wie Zitroneneis. Ja. Zitroneneis-Milchshake. Ja. Das ist und es ist so sprudelig und es ist richtig cool. Und, es ist so unerwartet. Man denkt so, oh, voll eklig, das da jetzt reinzulöffeln. Ja. Das war richtig, richtig cool. Es war auf jeden Fall richtig lecker, ja. Also ich fand jetzt, also das hier, also das Chili, McNuggets Burger. Chili McNuggets Burger. Richtig cool. Genau. Ist richtig, richtig, richtig schön. Ach ja, die Soße. Oh, die Soße ist richtig, richtig cool. Mayo mit Süß-Sauer-Soße. Das ist mega, so lecker, Leute. Das ist wirklich ein richtig, richtig guter Hack. Mhm. Also wenn ihr die beiden, man hat ja meistens eh so zwei, drei Soßen zur Auswahl. Mhm. Wenn ihr die beiden habt, richtig gut. Mhm. Die kann man sich ja auch schön zusammenrühren. Ja, das eine, was ich nicht wirklich unbedingt verstanden habe, ist diese Ball. Nee. Mit, also es ist zwar lecker, aber ich hab dann trotzdem das Brot reingepackt. Und das hat, also man könnte theoretisch einfach nur in Big Mac einfach nur noch Pommes reintun. Dann hat man genau den gleichen Geschmack. Ja. Irgendwie schon. Stimmt, wir haben auf keine Burger Pommes gelegt heute. Mhm. Das ist auch nochmal ein guter Hack. Mhm. Ja, Leute, also viel mehr. Wenn ihr noch weitere Hacks kennt, wie zum Beispiel Pommes auf Burger oder so, gerne unten reinschreiben. Wir können das gerne nochmal machen oder vielleicht mal irgendwo anders hinfahren, zu Burger King oder so. Ja, Burger King, KFC. Mhm. Das haben wir. Ja, was auch. Ja, gerne. Schreibt es unten rein, Food Hack Tests. Mhm. Wenn ihr Bock drauf habt, gerne kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.